Roulette Kesselgucken 30.05.2019 Tagesgewinn 6.000 Euro Kantenmechanik Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Donnerstag, der 30. Mai 2019. Heute ist der Christi Himmelfahrt außer ein Feiertag und wir sind heute im Casino von Bremen. Unser Spieler hat ja in den letzten 4 Wochen so viel Geld verdient im Casino, dass er sich einen nagelneuen Ferrari für 400.000 Euro gekauft hat und den wollte er heute gerne mal über die Autobahn fahren, deshalb sind wir in Bremen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, ich habe eben Forum http://outbackbrumby.blogspot.com den kompletten Sourcecode für die hier zugrunde liegende künstliche Intelligenz-Software veröffentlicht. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie das da kostenlos downloaden wollen. Es ist jetzt 15 Uhr und wir warten natürlich wieder wie üblich auf eine ganz bestimmte Permanenzkonstellation, um dann zu setzen, aber diese vorgeschaltete Permanenz muss natürlich erstmal fallen. Wir sind heute am Tisch 202 im Casino von Bremen und ich melde mich so alle Viertel oder halbe Stunde mal wieder, falls ich etwas getan hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, welche Permanenzkonstellationen wir abwarten, damit uns niemand verpetzt, denn wir wollen ja gewinnen. Nun höre ich, es ist gerade 15.30 Uhr von unserem Spiele, unsere gewünschte Konstellation ist gefallen und es ist sogar ein Handwechsel anvisiert worden, den wir jetzt abwarten und dann wird sofort gesetzt. Die von uns gewünschte Konstellation bzw. die Vorkonstellation war zweimal rot, zweimal schwarz, einmal rot, einmal schwarz und dann wieder rot und dann wollten wir auf die Fortsetzung der Serie setzen, aber dann ist ein Handwechsel angekündigt. Und jetzt setzen wir, der Spieler steht bereits am Tisch und ist bereits am Setzen. Wie gesagt, die Vorkonstellation war berechnet worden und ist auch so gefallen, zweimal rot, nämlich hier die 5 und die 1, dann zweimal schwarz, hier die 24 und 15, dann einmal rot, hier die 14, dann einmal schwarz, hier die 6 und dann wieder einmal rot, hier die 25 und dann hat der Croupier einen Handwechsel angekündigt, aber wir setzen jetzt dreimal hintereinander auf Fortsetzung, also auf Rot und dann werden wir weitersehen. Jawohl, jetzt ist es nach 15.30 Uhr und alle kurzen Treffer geworden. Wir wollten hier ja nur dreimal hintereinander auf Rot setzen und es ist tatsächlich die Fortsetzung der Serie gefallen mit der Roulettezahl 7, der Roulette-Set 32 und der Roulette-Set 27 und wir haben dreimal hintereinander gewonnen. Da wir mit 1.000 Euro Stücken auf einfache Chancen setzen, haben wir jetzt erstmal 3.000 Euro gewonnen. Aber ich höre gerade, es ist viermal hintereinander rot gefallen. Grundsätzlich hatte ich das durch die Quantenmechanik auch berechnet, aber wir müssen etwas vorsichtiger sein. Die längeren Serien sind in den letzten Tagen immer wieder in die Hose gegangen. So jedenfalls stehen wir jetzt mit 3.000 Euro Nettogewinn da. Sämtliche zunächst berechneten Korps sind Treffer geworden und jetzt warten wir auf den nächsten Durchgang. Es ist jetzt 16.50 Uhr und die nächste Vorpermanenz und ist gefallen. Sie sollte nämlich sein schwarz, rot, 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 dann wieder schwarz, schwarz, schwarz und diese Konstellation ist gefallen, nämlich mit den Zahlen 17, 2334, 16 und dann 28, 20, 36 und dann setzen wir wieder dreimal hintereinander auf rot. Und unser Spieler steht bereits am Tisch und ist am Setzen und nur warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Jetzt haben wir 17.20 Uhr Unterspiele, es wieder da freudestrahlend, wir haben auch diese drei Korps auf Rot gewonnen, es ist gefallen die 7, die 32, die 19 und wir haben alle drei Korps wieder mit 1.000 Euro Stücken belegt auf Rot und es sind weitere 3.000 Euro verdient worden. Nun sagt mir der Spieler, auch hier hat es eine Viererserie, die ich auch so vorher berechnet habe, aber ich sagte ja es eben schon, bei längeren Serien sind wir etwas vorsichtiger geworden. Jetzt haben wir zwar schon 2,5 Stunden hinter uns, aber die größte Zeit mit Warten, aber es sind insgesamt 2x 3.000 Euro netto, macht insgesamt 6.000 Euro netto gewonnen worden. Das war's.